Hallo zu unserem Sorbetaler Produktupdate. Heute würde ich gerne über einige Neuerungen bei unserer Hebeschiebetür sprechen. Und zum einen haben wir einiges getan, um die Schlagregendichtigkeit bei der Hebeschiebetür zu verbessern. Das ist erstens, dass wir dieses Dichtungsteil ausgetauscht haben. Also das schließt jetzt nicht mehr gerade unten ab, sondern weist eine leichte Biegung auf und schützt so sehr viel besser vor Schlagregen. Und angepasst daran haben wir auf dieser Seite die Lippendichtung ersetzt durch eine geschäumte Silikondichtung und eine Hohlkammerdichtung. Und die sind sehr viel weicher und die passen sich eben hier unten perfekt in das Dichtungsteil ein. Und als weiteren Schutz vor Schlagregen haben wir die Dichtschienen ersetzt durch Systemdichtschienen, die eben auch sehr viel besser schützen. Abgesehen davon sind unsere neuen Hebeschiebetüren noch viel leichtgängiger und es liegt zum einen an der Führungsschiene oben mit Rollen, die sich drehen und an niedrigeren überarbeiteten Laufwagen hier unten. Und die machen die Tür nicht nur leichtgängiger, sondern die sorgen auch dafür, dass man bei neuen Hebeschiebetüren auf diesen Sockel halt verzichten könnte. Und diese Überarbeitungen machen es jetzt auch möglich, dass wir die Hebeschiebetür nicht mehr nur im System TF68 oder TF78 anbieten können, sondern auch in TF90, Basis und Klassik. Das heißt, dass auch sehr viel dickere Gläser eingesetzt werden können mit Glasdicken bis zu 52 mm. Und als drittes und letztes Update gibt es unsere Hebeschiebetüren jetzt auch im RC2-Standard. Und RC2-Hebeschiebetüren haben halt neben den zwei Standardverschlussbolzen zwei weitere Verschlussbolzen. Sie haben einen innen abschließbaren Griff und sie haben hier bei der senkrechten Dichtschiene statt nur einer insgesamt drei Hintergreifsicherungen. Und die greifen eben an dieser Stelle ineinander und machen beispielsweise Aushebelversuche sehr viel schwerer.